Jeder redet darüber, niemand weiß, wie es geht, jeder glaubt, der andere macht es und deswegen behauptet jeder, macht es auch. Einigen bekommt das bekannt vor. Es geht um künstliche Intelligenz. Die Idee von künstlicher Intelligenz ist uralt. Solange es Menschen gibt, haben wir unsere Defizite ausgeglichen und haben Maschinen dafür erfunden, die das besser können. Das hat angefangen mit dem ersten Faustkeil. Irgendwann haben wir herausgefunden, dass wir nicht so besonders gut schwimmen können, haben uns Boote gebaut. Gucken, jetzt bei mir ist auch ein bisschen schlecht, Ferngläser erfunden. Hier gegenüber, der Lanz hat den ersten Traktor gebaut, zumindest behauptet er das. Fliegen war auch nicht so super gut. Haben uns Flugzeuge gebaut und haben angefangen, Teile von Fertigung in unseren Fabriken zu automatisieren. Im 21. Jahrhundert ist es so, dass wir die erste Maschine erfunden haben, die uns richtig Angst macht. Es geht um künstliche Intelligenz. Maschinen, die so schlau sind, dass sie besser und schneller denken können als wir. Auch die Idee ist nicht neu. 1770 hat ein Mann, der heißt Wolfgang von Kempelen, vor der Kaiserin Maria Theresia seinen neuesten Gag vorgeführt. Den nannte er den Schachtürken. Es war eine Kiste, der hat einen Turban auf und er hat einen der Hofdiener im Schach nass gemacht. Her Majesty was very amused. Die fand das lustig. Der ist noch 15 Jahre mit dem Trick durch ganz Europa getourt. Damals gab es noch kein YouTube, da musste man das selber machen. Und dann ist irgendwann einer auf die Idee gekommen, sich die Maschine mal genauer anzugucken. Da unten saß ein kleiner Mann drin, der hat die Schachfiguren bewegt. Der Name hat sich gehalten. Heute in der IT-Industrie, wenn wir irgendwas machen, was noch nicht fertig gebastelt ist und wir haben irgendwo einen schlauen Menschen sitzen, der in echt die Intelligenz ist, nennen wir das immer noch The Mechanical Turk. Das ist die englische Version davon. Aber dann geht es ein bisschen weiter. 1950 erst, Alan Turing, den kennen die meisten von Ihnen aus diesem wundervollen Film, der hat den Turing-Test erfunden. Das ist bis heute der absolute Goldstandard für künstliche Intelligenz. Funktioniert so, Sie unterhalten sich mit zwei Menschen, die nicht im gleichen Raum sind. Einer davon ist ein Computer. Wenn Sie nicht sagen können, welcher der Mensch ist und welcher der Computer ist, haben Sie den Turing-Test geschafft. Es gibt eine heiße Diskussion jetzt, wenn ich das sage, aber bisher ist es noch nie geschafft worden. 6 Jahre später ist der Begriff künstliche Intelligenz zum ersten Mal in Dartmouth erfunden worden, geprägt worden. Der Mensch, der das gemacht hat, heißt John McCarthy. Der hat das so beeindruckend gemacht, dass danach die amerikanische Regierung zu ihm gekommen ist und gesagt hat, hey, pass mal auf, das hört sich gut an. Wir finanzieren dir da dein Projekt. Wir brauchen das für den Kalten Krieg. Hervorragend. Dann gibt es den sogenannten Winter der künstlichen Intelligenz. Dann ist erstmal relativ lange nichts passiert, bis irgendwann dieser Mann hier 1997 das Rematch gegen den schnellsten und damals wahrscheinlich teuersten Computer der Welt verloren hat. Garry Kasparov hat ein ganzes Turnier gegen einen Computer verloren. Die Blues von der IBM gemacht worden, können Sie sich vorstellen, die haben gejubelt. Der hat das bis heute nicht überwunden, der hat letztes Jahr den TED-Talk gemacht. Der ist immer noch am Zappeln der Liebe. 10 years I was chess champion. Auf einmal haben wir was gemacht, was wir Menschen sehr gerne machen. Wir haben dieser Maschine eine unglaubliche Intelligenz angerechnet. In der Realität war das so, das Ding konnte einfach verdammt schnell rechnen. 200 Millionen Zugkombinationen pro Sekunde kann das Ding rechnen. Hey, da hat doch der arme Kasparov keine Chance. Und es war speziell dafür trainiert. 2016 erst hat ein Computer, den hat die Firma Google erfunden, AlphaGo heißt der, den dann amtierenden Go-Champion geschlagen. Das Besondere für uns künstliche Intelligenzler ist, erstens, Go ist deutlich komplizierter als Schach, es gibt viel mehr Zugmöglichkeiten.
Und die haben dem kein Go trainiert. Die haben dem beim Go zugucken lassen. Das Ding hat einfach 100 Millionen Partien Go angeguckt und rausgefunden, wie man Go spielt vom Zugucken. Und dann wurde zum ersten Mal klar, okay, das ist eine ernste Geschichte, um die es hier geht. Dann kommt der Franz Beckenbauer unter den Futuristen, Ray Kurzweil heißt der, und sagt, Freunde, 2045 ist es soweit, dann sind die Maschinen so intelligent, dass die Summe der künstlichen Intelligenz 1 Milliarde Mal schlauer ist als ihr ganzen Menschen zusammen. Jetzt kommt damit klar. Ich komme damit nicht so gut klar, ich sag's gleich ehrlich. Bis diese Singularität kommt, hat mir diese Maschine schon mal auf jeden Fall eine Frage gestellt und die Frage halte ich für extrem wichtig. Wie funktioniert das eigentlich? Künstliche Intelligenz funktioniert genauso wie unsere menschliche Intelligenz. Wir schauen uns Sachen an, jeder, der Kinder hat, kennt das, wir schauen uns Sachen an, Maschinen gucken auf Daten und diese Daten helfen wir klassifizieren. Das kennen Sie, Sie setzen sich mit Ihrem Kind hin und sagen Auto. Am Anfang heißt das noch nicht Auto, da heißt das Brumm Brumm, Tatütata. Und irgendwann ist Ihr Kind so schlau, dass es im echten Leben dann, nicht auf YouTube, ein Auto sieht und sagt, ah, Brumm Brumm. Das nimmt man Training. Das kann ich auch mit Computern machen. Man mag sich jetzt fragen, wer ist der arme Kerl, der dem Computer das beibringen muss? Sie. Wenn Sie auf YouTube nach Katzenvideos suchen und dann auf eins klicken, hat YouTube gelernt, ah, Katze. Wenn Sie einen Pizzalieferservice suchen im Internet und Sie klicken danach auf eine Pizza, dann lernt das Internet, also dieser Algorithmus lernt dann, ah, so sieht eine Pizza aus. Und weil Sie das alle den ganzen Tag, die ganze Zeit machen, weil wir uns ja nichts mehr merken können und alles auf Wikipedia nachgucken müssen oder bei Google, trainieren wir ziemlich schnell ziemlich viel dieser Maschine denken und lernen dem Modelle. Das lernt das dann. Vorteil von der Maschine ist, die vergisst das nicht mehr. Die behält sich das extrem gut. Und wenn mal 10 Millionen Menschen gleichzeitig Katzenvideos der trainiert haben, hat die das gecheckt. Jetzt ein Teil davon macht Ihnen wahrscheinlich auch Angst, gehe ich mal von aus. Hier in Mannheim gibt es ein Institut, die gehen davon aus, wenn man das ernsthaft betreibt, gibt es ungefähr so 10% der Jobs in Deutschland, die ich heute schon mit künstlicher Intelligenz automatisieren kann. Das macht mir Angst. Wenn ich dem beibringe, pass mal auf, das ist eine Rechnung und hier oben steht die Adresse und da unten steht eine Zahl und wenn ich dir die Rechnung zeige, dann möchte ich, dass du die Adresse nimmst, den Lieferanten immer im System dazu raussuchst und das mit dem Betrag einbuchst. Das kann ich dem Ding trainieren, ist kein Problem. Problem ist, das macht heute ein Mensch. Der macht das dann nicht mehr. Und jetzt fragt mich die Maschine eine Frage. Und deswegen glaube ich, die hilft mir, zu verstehen, wer ich wirklich bin. Was mache ich denn dann, wenn das die Maschine besser kann als ich? Wenn die nichts vergisst? Wenn die alles weiß? Also was kann ich besser als eine ultraintelligente Maschine? Das kann doch nicht sein. Nur weil das Ding pfeilschnell denken kann, ist das doch nicht besser als ich. Okay, aber Privatmeinung. Gehe ich erstmal mit ein paar Experten sprechen. Die ersten Experten, mit denen ich gesprochen habe, sind die Nerds. Jemand, der nicht weiß, was ein Nerd ist, so nennt man Ingenieure heute. Was habe ich gelernt? Die können zwei Sachen. Absolute Weltuntergangsfantasie und die lieben dieses Ding. Künstliche Intelligenz ist eine Droge für die. Das finden die toll. Also habe ich nichts gelernt. Weitergesucht. Habe ich mal mit Leuten gesprochen, die so Maschinen bauen, Ingenieure. Die haben mir das ziemlich gut erklären können. Und die fanden das auch total toll, weil das ist so intelligent. Und das ist viel intelligenter als Menschen. Ja, okay, so fein. Aber das bringt mich ja nicht zur Antwort auf meine Frage. Habe ich versucht, die Politik zu fragen. Ist jetzt kein Witz, ja. Im Ernst gemacht. Hat nicht viel Ergebnis produziert, sage ich mal.
jede fortschrittliche Technologie auf der Welt ist reguliert. Ich habe ihn jetzt nicht dabei, ich muss den abgeben, aber wir machen Führerscheine, ne? Für ein Auto zu fahren. Eine künstliche Intelligenz, die demnächst das Auto fahren kann, wo macht die ihren Führerschein? Irgendwo, nirgendwo irgendwie, ne? Und dann regulieren wir auch nicht weltweit, weil das wäre eigentlich notwendig. Das heißt, ein Politiker aus Land A müsste mit einem Politiker aus Land B reden und Stufe 2 den verstehen, Stufe 3 sich einigen. Das wird also nie passieren. Eine Geschichte gesprochen. Und sagen die, jo, auch weißt du, das war eigentlich schon immer so. Menschen haben immer schon irgendwie mit Angst reagiert, wenn es unsicher wurde. Da gab es Dinge, ein paar von Ihnen erinnern sich noch lebhaft, den Weberaufstand, damals haben Dampfmaschinen angefangen, Webstühle, die konnten richtig schnell weben. Also lebt keiner mehr, weiß ich auch, aber das hat den Menschen damals schon Angst gemacht. Es gab eine sehr herzhafte Bewegung hier in Mannheim gegen Leute, die dagegen waren, dass Autos in Mannheim fahren dürfen damals. Die haben das ernst gemeint, das waren intelligente Leute. Die haben gesagt, nee, Pferdekarren sind besser. Raus mit den stinkenden Autos. Das ist immer so gewesen. Also hilft mir auch nicht viel weiter. Jetzt habe ich nicht die Bibel gefragt, aber ich habe mal versucht, Leute zu fragen, die richtig Weisheit besitzen. So Leute, die was erzählen, was schon seit 1000 Jahren stimmt. Also nicht jemand, der, so wie verschiedene Präsidenten, das jetzt gerade mal schnell auf Twitter gefunden hat, sondern so das, was echte Weisheit ist. So was richtig Schlaues. Was ist denn das, ein Mensch sein? Und die haben eine richtig schlaue Antwort. Und das ist auch eine, mit der komme ich gut klar. Die sagen, mein Yoga-Lehrer hat mich draufgebracht, es gibt 5 Körper. Die Sache ist 5000 Jahre alt. Der erste Körper, den du in dir hast, ist so ein physischer Körper. Und da gibt es Bewegungen, sehr nützliche Dinge wie Stoffwechsel, das Nervensystem, Atmen, ein und aus. Ist hilfreich. Das können Maschinen schon lange besser als wir. Ich kann keine 20 Tonnen Container hochheben. Das ist gut, dass das eine Maschine für mich macht. Es gibt so eine Ebene von Energie. Das merkt man meistens, wenn man so eine Krankheitswelle hat wie letzte Woche. Power, Durchsetzungskraft. Maschine, keine Ahnung, wie das geht, die ist dauernd auf Standby, die ist dauernd auf On, 7/24. Emotionale Ebene. 5 Grundemotionen, Freude, Liebe, Wut, Angst und Trauer. Hat eine Maschine keinen Schimmer davon, was das ist. Aber das ist doch das, was das Leben so spannend macht. Dass wir uns nicht verstehen wegen den Emotionen. Das ist doch super. Eine Maschine kann erkennen, ob sie wütend sind oder nicht. Aber versuchen Sie sich mal, wenn Sie wütend sind, mit Ihrem iPhone auf die Couch zu legen, zu sagen, ich bin sauer auf dich. Siri weiß nicht, was sie jetzt tun soll. Ich schon. Ich setze mich daneben und sage, ich weiß. Das ist sehr wichtig. Wenn Sie das gut können, wenn Sie Ihren Kindern was richtig Wichtiges trainieren wollen, trainieren Sie denen das. Jack Ma, der Gründer von Alibaba, hat vor ein paar Wochen in Davos gesagt, don't train your kids to compete with machines. Das macht keinen Sinn. Du würdest nie im Leben dein Kind trainieren, dass es 20 Tonnen hochhebt. Hör auf, dein Kind zu trainieren, dass es alles wissen muss. Die fragen Siri. Dann wissen die alles. Garantiert, ich habe es rausgefunden. Geistige Ebene. Das ist nicht alles, was wir sind. Viele Menschen verhalten sich heute so, als wenn wir nur der Intellekt wären, als wenn das Wichtigste wäre auf dem Planet. Ist aber nicht so. Denk- und Verhaltensmuster, das ist das, was Maschinen sehr schnell von uns trainieren können. Wir trainieren denen das, Katzenvideos. Das machen wir. Aber da gibt es auch andere Dinge, da gibt es Kreativität und Intuition. Darin sind Maschinen sehr schlecht. Maschinen sind überhaupt sehr schlecht in Dingen, über die wir nicht nachdenken müssen. Haben Sie mal eine Maschine gesehen, die versucht, irgendwas aus dem Regal zu holen? Das ist eine richtig komplizierte Operation, die wir da können. Maschine kann das noch nicht. Eins oben drüber, jetzt wird es ein bisschen abgefahren, eine spirituelle Ebene. Was ist denn die Lebensaufgabe? Warum bist du hier? Das ist einer Maschine scheißegal. Entschuldigung. Das will die nicht wissen. Das ist für mich sehr wichtig.
Da, wo richtiges Bewusstsein stattfindet, da, wo ich das Leben erlebe, wo ich richtig teilhabe, wo ich wahrnehme, das interessiert eine Maschine überhaupt nicht. Ist das nicht toll? Das ist doch super. Dann soll die das machen, was die gut kann. Ich mache so lange das. Ich möchte einen sehr deutlichen Weckruf machen für Menschlichkeit. Und Menschlichkeit heißt nicht Intellektualität. Wenn man viel Arte guckt, glaubt man das manchmal, stimmt aber nicht. Menschlich sein heißt, Dinge zu können, die zwischen Menschen stattfinden. Nicht auf WhatsApp, nicht auf Snapchat, nicht auf Facebook. So im echten Kontakt, wenn man dem in die Augen sehen kann. Wenn ich empathisch bin, wenn jemand reinkommt und sauer ist, was mache ich jetzt? Wenn jemand reinkommt und ich weiß, was er kaufen will, was mache ich jetzt? Wenn jemand reinkommt und sich beschwert, was mache ich jetzt? Das ist das, was wirklich zählt. Keine Maschine auf der Welt wird das trainiert bekommen von uns. Und die wird das nicht können. Vielleicht wird die verstehen, dass sie sauer sind, aber die wird das nicht können, weil sie sie nicht runterholen kann. Das können Menschen. Was Menschen sehr gut können, ist, Menschen können an das glauben, was sie noch nicht können. Als der erste Mann in dieser Rakete saß und auf den Mond geschossen worden ist, der hat sehr viel Glauben mitbringen müssen. Das ist menschlich. Was zu sehen in Menschen, was noch nicht da ist. Einer Frau zu versprechen, dass sie ihr ganzes Leben lang lieben werden, obwohl sie noch nicht viel über die wissen. Das ist menschlich. Und das ist das, was uns zu dem macht, was wir sind. Nicht, wie gut ich das verstehe. Das ist nice, aber das ist nicht Leben und das ist nicht menschlich. Dafür trete ich ein, weil ich glaube, dass wir sehr schnell an der Kante stehen, wo wir das versuchen zu verlieren, weil wir in der Welt leben, wo es viel um ich geht. Menschlichkeit geht es um wir zusammen. Und daran glaube ich. Ich danke Ihnen.